Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Krone-Ballen-Anhänger euch heute hier vorstellen. Finde ich eine coole Sache, das Ganze ist hier auch mit Autoload, aber leider hier nicht für die Konsolen hier verfügbar. Ja, das gute Stück kostet hier 74.500 Euro in Anschaffung. Miete sind wir bei 3.799 inklusive. Wir können jetzt hier ein Autoload einschalten oder ausschalten, wenn man kauft. Natürlich wird natürlich. Denke mal, würden das alle hier mit Autoload machen, außer wir sind so gut hier, dass wir in Übung sind, dass wir das so mit einem Bobcat oder hier mit einem Frontlader oder sowas uns dann beladen. Felgenfarbe hier ist natürlich hier auch wählbar, Kennzeichen so und so, natürlich wie du es gewohnt bist. Wir haben hier Platz für 38 Ballen und das Ganze hat ein Gewicht hier von 7,7 Tonnen, hat ein Conti Crosstrack HS3 drauf. Ballen können wir laden von 125er bis hier 180 cm Durchmesser und dann natürlich hier Quaderballen sind wir da bei 180 bis 240. Ich habe das Ganze schon mal einmal hier schon mal vorbereitet. Ist jetzt ohne Ballen. Du kannst das auch mit also diversen anderen Sachen für Produktionen oder was, wenn du so richtig also hier in Großbetrieb natürlich bist, kannst du hier damit coole Sachen hier auch transportieren. So, ja, wir können hier also normale Europaletten 75 Stück hier laden, das Ganze. Das ist schon gewaltig. 75. Das ist schon Hammer. Habe ich mal hier einen echt coolen Truck uns mal hier besorgt, wie wir hier sehen. Ich finde, sieht auch nice aus. Kommt auch mal ein Video davon. Da ist ein bisschen sehr aufwendig, das gute Stück. So, ich habe mir die Tasten ein bisschen umbelegt. Dadurch, dass ich diese Umbelegten ein bisschen was habe, also kann ich leider. Normal, euch ist dann Y, da könnt ihr, wenn ihr Y drücken tut, dann da also die Bordwand aufmachen. Das geht jetzt bei mir leider jetzt nicht mehr, weil ich habe mir die Taste auf Z umbelegt, weil das. Ich konnte die Paletten nicht auswählen irgendwie. Ja. Sehen wir jetzt gleich hier. Habe ich es mir auf Z belegt, das Ganze natürlich. Und dann sehen wir jetzt hier, also ja, da haben wir jetzt Europaletten, da können wir 75 laden. Dann hier Flüssigtanks sind 18 Stück, Big Packs 20 Stück. Dann hier Big Packs wieder, also mal 28 Stück, Ladegut. Dann Europaletten übergroß 63 Stück. Und dann wieder sehen wir hier Europaletten. Sehen wir jetzt hier, ist halt nichts hier von Ballen, steht nichts davon da. Weiß ich auch nicht warum. Schade irgendwie. So, da denke ich mal, wir schalten jetzt hier unser Autoload an. Ich habe es mir umbelegt, wenn wir jetzt hier dann auch gleich sehen. Lade das sehr schön auf, das Ganze. Und natürlich habe ich das bei mir aktiviert. Hier Spanngurt aktiv. So, und wir sind hier in Transportstellung. So, würde ich mal sagen, schauen wir mal so her. Wir machen gleich dann auch hier unser Lichttest. Finde ich auch auf alle Fälle das ist sehr wichtig. Weil wir wollen ja sehen, wie das Ganze natürlich im Dunkeln ausschaut. So. Würde ich mal sagen, ich schalte mal ganze Licht mal aus. Also der MAN, ja, so im Dunkeln. Sieht auch sehr schick aus. So, einmal hier F schalten. Wie wir sehen, das Ganze ist so her. Ist echt ganz cool. So, dann gehen wir jetzt hier wieder unsere Tagesschicht wieder über. So, da kommen wir jetzt natürlich dann wählen, also mit U hier, Abladeseite kommen wir auf die linke Seite, dann ist, da muss, ist das jetzt umgeschalten? Nein, hat er nicht umgeschalten, ich muss erst hier, muss ganz kurz mal gucken, B, Arbeitsstellung, so her, so,
Das ist mal abgeschalten. Okay. Also der kann komischerweise nur... Der kann nur links komischerweise. Das ist ein bisschen eigenartig, finde ich. Ja, also irgendwie ist da was nicht ganz in Ordnung. So, jetzt habe ich bei mir jetzt dann nochmal hier im Autoload die Tastatur das doch umbelegt. Wie man jetzt sieht, habe ich das jetzt von U auf O umgelegt, komischerweise. Da sieht man jetzt hier, man kann also doch hier in verschiedene Seiten her abladen das Ganze. Kann das Ganze auch, jetzt ist die Funktion, wie man sieht hier, da Steuerung rechts, AD da. Also A kann ich das wählen, D und natürlich hier E und Q kann ich das Ganze natürlich hier her natürlich wählen, wie das Ganze natürlich abladen soll. Und das komische mit dem Radio, ich habe das bei mir deaktiviert, ich kriege ständig dieses eingeblendet. Ich muss mal schauen, dass, wie man das noch ändern kann. Als Tastaturbelegung habe ich das bei mir deaktiviert. So, was haben wir hier noch? Also, dann haben wir natürlich, also Steuerung rechts, W und S, also vor und zurück natürlich. Wie wir sehen, können wir das Ganze hier so uns einstellen, wie er abladen soll. Und natürlich gehen wir jetzt daher. Laden das Ganze noch mal hier noch einmal ab. Wie wir sehen, so her und ja, die Spanngurte, wenn man natürlich hier auf Nummer sicher gehen will, das Ganze nicht verschieben sollte, ja, dann gehen wir so her, also machen hier Steuerung und J und dann, ja wir wollen es wieder laden natürlich, dann gehen wir auf alle Fälle her und tun unsere Ladung wieder hier aktivieren. Ja, ich finde das wirklich sehr gut gemacht, das Ganze. So, und ihr Spanngurte sind jetzt gleich mal aktiviert, würde ich mal sagen. So. Ladung ist, wie wir sehen, jetzt gesichert. Hier, da kann unser Freund und Helfer daher herkommen und uns kontrollieren, ob unsere Ladungssicherung hier passt. Ja, werden wir jetzt anschließend auch noch gleich hier das Ganze kontrollieren, wie das hier Ganze ausschaut, zwecks wegen, ja, Schmutz und Verschleiß, werden wir das Ganze natürlich auch gleich machen. So, da haben wir das hier gleich hier mal mit der Verschmutzung gemacht. Das sehen wir jetzt, was hier überhaupt mit der Verschmutzung eigentlich hier los ist. Also, die Räder sind hier schmutzig, wie wir sehen. Verschleiß selber sehe ich jetzt hier beim Aufleger nicht. Das ist aber auch hier auf 100%, also Lackverschleiß, also Abnutzung hier, also gemacht worden. Wenn wir jetzt uns hier sehen, Schaden hat er auch schon ein bisschen, wie wir sehen. Ja. Aber ist halt so her die Sache. Ich finde, er ist ganz cool gemacht. Lok schauen wir uns auch gleich an. Da haben wir hier einen Aero drin. Ach, das ist das Typische hier. Wegen also dieses Smoke 6x6 Matt. Früher war es das Smoke 01 oder wie das war in 19er. Ja, das ist wieder mal so irgendwas mit dem Shader hier, was immer wieder mal auftaucht. Aber ich finde jedenfalls, der Mod ist echt coole Sache, das Ganze. Mir gefällt da so her. Wenn jetzt Beispiel sowas also spielen wollen, ja, dann würde ich mir auf alle Fälle hier diesen Auflieger nehmen. Ja, ist ein echt cooler Mod. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Ja, und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, schaut es halt wieder rein. Und ich denke mal, dass ich demnächst dann hier diesen, also MAN hier auch mal machen werde. Es ist ein bisschen sehr aufwendig. Das wird ein langes Video geben davon. Ja, weil es so aufwendig ist und sehr anspruchsvoll natürlich. Ich hoffe, euch hat hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde ich mich natürlich freuen.
natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.